So, heute Wasser oder Woi. Der Herr Fahner hat das Wort heute. Er ist der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Speyer-Chartres. Mein Name ist Manfred Fahner. Ich bin seit 1,5 Jahren Vorsitzender des Freundeskreises Speyer-Chartres. Und wir begehen ja dieses Wochenende das 65-jährige Jubiläum unserer Städtepartnerschaft. Und natürlich sind auch Gäste aus Chartres angereist und wir haben ein großes Festprogramm aufgelegt mit einem Open-Air-Konzert, mit einem Picknick-Konzert, das sehr gut besucht war. Wir hatten einen sehr schönen Empfang in der Stadt, das auch sehr gut besucht war. Und wir machen heute noch ein bisschen touristisches Programm. Wir gehen auf den Rhein, machen eine Rundfahrt mit der Pfälzer Land, ja, um unseren Gästen die Stadt näher zu bringen. Ja, mein Name ist Monika Kaps, ich bin die Bürgermeisterin der Stadt Speyer und in diesem Dezernat auch zuständig für die Städtepartnerschaften, von denen wir ja einige haben, aber dieses Wochenende steht wirklich die Partnerschaft, die deutsch-französische Partnerschaft im Vordergrund, Speyer-Chartres, 65 Jahre. Das ist tatsächlich eine Zeit, wo manche in Pension oder in Rente gehen, so nicht bei der Partnerschaft. Wir starten durch, suchen neue Wege, diese Partnerschaft weiter zu beleben, auch mit jüngeren Menschen, und sind heute dabei, den Menschen, den Gästen aus Chartres, unser Speyer wieder näher zu bringen und schauen mal, wie wir weiter vorangehen. Ich bin der Günter Ott, ehemaliger Vorsitzender, langjähriger Vorsitzender. Ich kenne den Verein 25 Jahre und habe die Arbeit des Vereins immer betreut. War bei jeder Bürgerreise dabei, habe bei jeder Bürgerreise, die von Chartres ausging, Gäste gehabt, bei mir zu Hause. Und ich muss sagen, das ist schön, eine schöne Zeit und möchte ich sie nicht missen. Patrick. Mein Name ist Patrick Géroudet. Ich bin élu de la ville de Chartres, en charge de la promotion de la ville et des relations internationales. J'ai toujours grand plaisir, me rendre à Spire, notre ville jumelle depuis 65 ans. Unser Freund Patrick Géroudet, der in der Stadt Chartres im Stadtrat als Delegierter für alle Partnerschaften, nicht nur die Partnerschaft mit Speyer, aber für alle Städtepartnerschaften von Chartres zuständig ist. Und er freut sich immer, wenn er in Chartres ist und unsere schöne Stadt besuchen kann. Wir haben ja ein sehr schönes Festprogramm aufgelegt, gemeinsam mit der Stadt, mit großer Unterstützung des Kulturbüros. Ja, ich würde vielleicht gleich mal was dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Ja, gerne. Ja, also ich denke, also die 65, wenn man überlegt, dass es vor 65 Jahren gegründet worden ist, diese Freundschaft, war tatsächlich auch die Gesellschaft noch eine andere. Und die Idee einer Gründung zwischen Deutschland, einer Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich, auch noch, hatte noch einen anderen Ursprung. Und es ist tatsächlich so, dass wir darüber nachdenken müssen, dass all die Menschen, die die Partnerschaft gegründet haben oder jetzt in der ganzen Zeit getragen haben, tatsächlich auch ein Alter erreicht haben, das vielleicht nicht mehr gesundheitlich möglich ist oder einfach die Dinge voranzutreiben schwierig wird. Und unser Thema ist ganz klar, wie kriegen wir die Jugendlichen, die junge Generation an, wie können wir die gewinnen für den Gedanken der Partnerschaft? Je tiens à remercier la ville de Spire et l'association qui sont très dynamiques aux côtés de la ville de Chartres et de l'association des jumelages de Chartres depuis 65 ans pour avoir des événements régulièrement, surtout en direction des jeunes, ce qui est important, mais de tous les citoyens. Alors, er ist sehr dankbar, dass in Speyer wir diese Partnerschaften sehr aktiv betreiben und seit 65 Jahren auch wirklich sehr viel tun und auch für die Jugendlichen, den Schulaustausch und so weiter, dass wir das in Speyer sehr stark vorantreiben. Ja, darf ich das oder wolltest du was sagen? Diese Schüleraustausche finden ja Gott sei Dank nach wie vor statt. Da bin ich auch sehr dankbar. Sowohl der Stadtrat Chartres, aber auch wir schauen natürlich, dass wir da unterstützen können. Aber es hängt natürlich auch immer an den Lehrern, die ein solches Programm auf den Weg bringen. Es ist auch schon eine Herausforderung, mit einer Schulklasse nach Chartres zu fahren oder in ein anderes Partnerland. Aber wichtig ist, dass diese Partnerschaften von den jungen Menschen her gelebt werden. Und du hast ja zu Recht gesagt, wo sind denn die Enkel und die Kinder und die Enkel?
Also das ist, da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen, sagen, wir sind da noch dabei, aber unsere Kinder, unsere Enkel sehen wir eher nicht, obwohl da ganz viel Unterstützung ist, sowohl von Chartres aus als auch in Speyer. Also das muss man schon sagen. Also die Partnerschaften werden ja unterstützt durch eine Hauptamtlichkeit. Auch das ist in Speyer schon seit vielen Jahren selbstverständlich. Also wir machen ganz viel auf der Ebene. Ist die Frage, wo können wir noch andocken? Also ich glaube, c'est aussi important pour le maintien et le développement de la langue française et de la langue allemande, aussi bien la langue française à Spire, avec par exemple la bibliothèque française, et puis les écoles, et aussi en France avec les cours de langue allemande. Mm. Il faut maintenir nos cultures et nos langues. Et c'est le but d'un jumelage depuis 65 ans. Patrick spricht das Thema der Sprachen an. Es ist ja schon so, dass das Interesse, Französisch zu lernen, nicht mehr so stark ist, wie es mal war. Und genauso in Frankreich, das Interesse, Deutsch zu lernen, ist auch nicht mehr so groß, wie es war. Als primäre Fremdsprache lernt man Englisch, weil das die internationale Geschäftssprache ist. Aber wir müssen unsere Kulturen natürlich stärken, entwickeln und pflegen. Ich denke, wir müssen auch mal drüber nachdenken, was wir tun. Wir haben sehr erfolgreiche Formate. Wir machen unsere Bürgerreisen. Das heißt, wir mieten einen Bus, wir versuchen, den vollzupacken mit 30 bis 50 Leuten, fahren nach Chartres, werden in Familien aufgenommen oder im Hotel. Das hat lange sehr gut funktioniert. Aber die Leute haben sich geändert, das Reiseverhalten hat sich geändert. Junge Leute fahren nicht mehr gerne im Bus mit, vor allem wenn dann der Rest der Besatzung schon zwei Generationen älter ist. Sondern wir müssen da auch mal gucken, dass wir neue Formate kriegen. Also mir schwebt sowas vor wie Mikroaktivitäten. Das ist ein blödes Wort, aber ich sage mal, wir nehmen als Beispiel junge Musiker, die vielleicht in der städtischen Musikschule unterwegs sind und sagen, hättet ihr nicht in einer kleinen Gruppe, 2, 3, 4, 5, mal Interesse, nach Chartres zu fahren für eine Woche, mit den dortigen Schülern zu musizieren, vielleicht sogar einen Auftritt dort zu machen und das Ganze natürlich auch rückwärts umgekehrt. Ja? Und dann suchen wir, dass wir diese Aktivität unterstützen können, sei es durch logistische Unterstützung, sei es, dass wir bestimmte Fördertöpfe anzapfen, versuchen anzuzapfen, weil solche Dinge sind schon förderfähig. Ins Land zu fahren und gegenseitig sich zu bewirten, Rotwein zu trinken und gut zu essen, da ist die Förderfähigkeit begrenzt. Aber wenn wir solche Aktivitäten vor allem mit jüngeren Leuten machen, dann können wir auch losgehen und sagen, wer hilft uns dabei, wer sponsert uns. Und ich denke, wir müssen mehr in diese Richtung gehen. Wir haben ja noch die Feuerwehr, die vielen Vernetzungen der Vereine untereinander, auch der Institution, der Bibliothek Française und der Stadtbibliothek in Chartres. Und diese Verbindungen, ja, die muss man alle aufrechterhalten und auch stärken im Einzelnen. Das sind die Ansatzpunkte, wo auch jüngere Leute tätig sind. Und die können ja bei uns im Bus mitfahren nach Chartres. Die haben dort ihre eigenen Veranstaltungen. Dezentral und eine gemeinsame Veranstaltung, die dann uns alle zusammenführt. Das wäre mal so ein Denkmodell, was sich Ich denke, es soll nicht so sein, dass sich ein Verein hier und ein Freundeskreis hier in Speyer und ein Freundeskreis in Chartres über Jahrzehnte gegenseitig besuchen und quasi ein geschlossenes System bilden, sondern das muss geöffnet werden, da müssen andere eingebaut werden. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir dann auch auf Vereine, kulturelle Gruppen, Musikgruppen, dass wir die mit dazu nehmen. Und sehr viele hatten das ja in der Vergangenheit. Der Tennisclub hatte lange Jahre gute Verbindungen nach Chartres. Der Radfahrclub, der RC Vorwärts, hat immer noch sehr gute Verbindungen. Das Haus Pannonia hat sehr gute Verbindungen nach Frankreich. Aber in einigen Vereinen ist es eingeschlafen. Ja. Und da müssen wir versuchen, wieder neue Aktivitäten dazu zu gewinnen, um das Ganze wieder attraktiver zu machen. Nicht nur für Rentner, sondern auch für Leute, die noch mitten im Erwerbsleben stehen
und eben die noch jünger sind, die noch in der Ausbildung sind.